Wir sind am Start beim eCannonball, dem elektrischen Cannonball. Der findet dieses Jahr zum 5. Mal statt. Es geht über 550 Kilometer auf einer herzförmigen Strecke von Hamburg durch Schleswig-Holstein und wieder zurück. Am Start sind insgesamt 70 Elektrofahrzeuge in mehreren Klassen. Die meisten Starter sind Serienautos, aber auch ein paar Elektromotorräder fahren mit. Und das ist nur was für ganz Harte bei diesem Wetter. Und dann gibt es noch ein paar ziemlich abgefahrene Elektroumbauten. Wir starten mit einem Kia EV6 GT und Rallye Pro Lukas Meter in der Klasse der Serienstromer mit großem Akku. Das ist mein erstes Cannonball-Rennen eigentlich im Leben. Ja, meinst du auch. Also Premiere für uns beide. Und ich kann nur sagen, wenn du hier so den Torbogen anschaust, die ganze Infrastruktur, die hier geschaffen wird, also schon enorm, was da auf die Beine geschaffen wird. Auf alle Fälle. Jetzt fehlt nur noch, dass Bert Reynolds, ich weiß gar nicht, lebt er noch, mit seinem Camaro vorbeikommt. Wir fahren ja hier in meinem aktuellen absoluten Lieblings-Elektroauto, nämlich im Kia EV6 GT. Ein absolutes Traumauto. Wir sind mit dem ja knapp 2000 Kilometer vor kurzem von Stockholm nach Frankfurt gefahren. Einer der Highlights war gleich beim Start der Reise, nämlich mit Lukas als Instruktor auf so einer kleinen Rennstrecke. 585 PS, 740 Newtonmeter Drehmoment. Also es geht darum, möglichst wenig zu verbrauchen, möglichst effizient zu fahren. Das ist auch der Grund, warum ich hier sitze und nicht der Lukas. Würde es um Tempo gehen, würden wir Plätze tauschen. Jetzt sind wir hier am Start. Kurz nach 7 geht dann unsere Nummer 66 in der letzten Startgruppe auf die Strecke. Es regnet in Strömen, es ist kalt, aber um Strom zu sparen, müssen wir auf Heizung und auch auf die Scheibenwischer, soweit es geht, verzichten. Was Sicht und Navigation natürlich erschwert. Erstes Highlight ist der Elbtunnel und dort ist es wenigstens trocken. Aber den Elbtunnel haben wir schon mal gefunden. Da glaube ich, gibt es auch keinen zweiten, also die Chance, dass wir uns hier verfahren haben, ist wahrscheinlich sehr gering. Also Lukas, schon mal Kompliment, wie du das jetzt hier alles gemacht hast, dass wir uns auch nicht verfahren, nicht vom rechten Weg abkommen. Ich versuche mittlerweile hier ein bisschen den Verbrauch natürlich niedrig zu halten. Wenn es jetzt hier so leicht wieder bergauf geht, das sehe ich natürlich gar nicht gerne. Wir fahren ganz langsam. Ich glaube, jeder Lastwagen ist heute einen Tick schneller als wir. Wir sind im Moment gerade bei 17,4, 17,5 Kilowattstunden. Das kann sich halbwegs sehen lassen. Denke ich auch, ja. Wir finden rein und halten euch auf dem Laufenden. Das Gute hier beim Tunnel ist auch, Lukas, wir können uns nicht verfahren. Das stimmt. Dann geht es auf die Autobahn und da ist Charakterstärke gefragt. Alle überholen uns und sogar Wohnmobile ziehen genervt an uns vorbei. Doch es heißt runter vom Pedal und rollen lassen. Wir müssen ja auf den Verbrauch achten. Du bist schon ganz fleißig am Rekuperieren bzw. am Rollen lassen. Ne? Hängt immer so ein bisschen davon ab, wo wir gerade unterwegs sind. Und was sagst du, bist du zufrieden mit dem Verbrauch gerade? Oder? Ich weiß es, ich kann es schlecht einschätzen. Also 18, jetzt im Moment sind wir so bei 18, manchmal kommen wir auch runter auf 17. Das halte ich für gut für das Auto. Vor allem mit dieser Power, das darf man ja immer nicht unterschätzen. Jetzt kann man sagen, oh ja, also 18 oder sowas ist schon gut. Es ist gut, weil wir haben ja fast 600 PS, 740 Newtonmeter. Wir haben ja hier eine Mordsmaschine drin. Ja? Ja, eben. Und eigentlich, das Auto ist gebaut, um auch 260 fahren zu können. Aber das ist eben heute leider nicht, geht es um Höchstgeschwindigkeit. Ich glaube, dann würden wir gewinnen. Ich glaube, da würden wir natürlich auch die Porsches schlagen. Ja, mit Sicherheit. Weil die werden ja bei 250 abgeregelt. Ja. Da hast du recht, ja. Also 18, glaube ich, ist absolut okay. Ich habe das auch in Schweden gemerkt. Auch im Eco-Modus und langsam fahren, es macht einfach Spaß, weil dieses Auto irgendwie so straff, so stabil, so satt auf der Straße liegt. Wie gesagt, für jede Kilowattstunde, die man am Ende unter dem offiziellen WLTP-Wert liegt, gibt es viele Bonuspunkte. Die Idee hinter dieser Regel ist sicher gut gemeint, doch es ist bestimmt nicht im Sinne der vielen teilnehmenden Hersteller und Starter, dass man mit modernen Elektroautos, mit ihren großen Reichweiten und ihrer tollen Performance auf der Autobahn von jedem überholt wird. Sattelschlepper und Gespanne schießen nur so an uns vorbei. Lukas, wir sind jetzt runter von der Autobahn. Wir waren eine ganze Weile auf der Autobahn unterwegs. Wir waren dort nicht unbedingt die schnellsten. Ich glaube, kein Auto ist so häufig heute überholt worden wie wir. Dabei haben wir eigentlich das schnellste Auto, aber leider konnten wir so die Trümpfe des GTs nicht so ausspielen. Ich glaube, wenn Alfred Biermann uns sehen würde, er würde wahrscheinlich Tränen in die Augen kriegen. Aber okay, das ist jetzt hier der eCannonball, ganz speziell der Rallye. Spaß machen tut es trotzdem, ist es mal
einfach eine andere Herausforderung, als immer nur gegen die Uhr zu fahren. Dann geht es zur ersten Sonderprüfung. Rückwärts einparken und das auf Zeit und um die Kurve. Wir sehen uns die Sache erstmal an und Lukas und ich besprechen die Taktik. Lukas, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, du solltest fahren. Wenn ich mir den Kollegen anschaue, der hat ja ähnlich großes Auto wie der am rumrangieren ist. Ja, das müssen wir ein bisschen anders machen. Ne? Man muss direkt der erste Lenkimpuls, der muss schon passen. Rückwärts einparken, unter 20 Sekunden gibt es Pluspunkte. Hütchen umwerfen geht gar nicht. So, noch schnell die Rückfahrkamera reinigen, dann Plätze tauschen und los geht's. Lukas kann nicht nur sehr schnell vorwärts fahren auf der Rallye-Strecke, sondern auch ganz präzise langsam und rückwärts durch den Hütchenparcours. Er steuert den knapp 4,70 Meter langen und 1,90 Meter breiten EV6 GT fehlerfrei in der bis dahin schnellsten Zeit in die Parkposition. Nach dem Dahinschleichen durch den Regen auf der Autobahn machen diese Prüfungen richtig Spaß. Das war hier schon mal die erste Sonderprüfung und ich muss sagen, mit Bravour bestanden. Ja, fandst du es gut? Ich fand's super, wie du das gemacht hast. Ja, mit dem Porsche, die waren noch einen Tick schneller. Aber ich glaube, die haben am Anfang auch ein bisschen gemogelt. Die standen schon so schräg da, das war nicht ganz... Ich glaube, sie haben sich ein bisschen was bei uns abgeguckt, oder? Ja, ja, auf alle Fälle, ja. Im Laufe des E-Cannonballs kommen noch einige Sonderprüfungen hinzu. Auf halber Strecke, beim Laden an der Raststation, muss man zum Beispiel schätzen, wie hoch die reale Ladegeschwindigkeit an der Säule ist. 110, 110. 108, 110. 110 ist eine glatte Zahl, okay. Oh, wei, ja, ja. Die 110 kam von dir, oder? Ich habe doch gleich gesagt 74. 75, oh nein. Gibt das viele Strafpunkte? 10 Strafen. Oh. Da liegen wir leider etwas daneben. Aber das macht nichts. Hier bei Halbzeit der Rallye kommen viele Teilnehmer vom E-Cannonball zusammen und wir nutzen die Zeit, um interessante Autos und ihre Driver kennenzulernen. Auch bei der nächsten Prüfung, bei der es darum geht, ohne Hilfsmittel eine Strecke von exakt 10 Metern zu fahren, könnte es besser laufen. So, wir haben 12,25 Meter. Oh. Ja, hat ja auch nicht funktioniert. Doch auch das tut dem Spaß, den Lukas und ich mit dem EV6 GT haben, keinen Abbruch. Vor allem, weil es jetzt endlich mal aufhört zu regnen. Auf dem Weg zurück nach Hamburg wartet noch ein besonderes Highlight auf uns. Am Nord-Ostsee-Kanal müssen wir uns bei Rendsburg übersetzen lassen. Und das besorgt hier kein schnödes Fährschiff, sondern eine Schwebefähre. Und zwar eine von nur 8, die auf der ganzen Welt noch in Betrieb sind. Als Checkpoint für diese Rallye muss hier ein Selfie mit dem Auto gemacht werden. Dann lassen wir uns wie auf Flügeln über den Nord-Ostsee-Kanal tragen. Das sind garantiert 0 Kilowattstunden Verbrauch für unseren GT. Aber leider eben auch nur für die 125 Meter über den Kanal. Wie auf rohen Eiern fahren Lukas und ich mit dem EV6 GT mit seinen 585 PS durch Schleswig-Holstein. Über Sinn und Unsinn einer solchen Rollrallye kann man auf jeden Fall streiten. Burt Reynolds jedenfalls hätte so keinen Spaß gehabt. Am Ende schleichen wir sogar mit nur 25 Stundenkilometer durch Hamburg. Es ist dunkel, als wir ankommen und vor der Zieldurchfahrt stauen sich die E-Autos. Am Ende waren wir mit 16,7 Kilowattstunden weit unter dem offiziellen WLTP-Verbrauch von 20,6 und sind ziemlich happy mit dem 10. Platz in unserer Klasse. Sensationeller Tag, 10 Stunden für 500 Kilometer, 513 Kilometer. Also Kompliment nochmal hier an den guten EV6 GT, der hat sich super geschlagen. Der ist uns nicht böse geworden, dass wir so langsam gefahren sind, aber ich glaube zum Ausgleich müssen wir einfach noch mal mit ihm eine Runde auf der Rennstrecke in Mendig, wo du ja auch viel zu Hause bist, drehen. Lukas, ich sag dir, bester Beifahrer der Welt für ein E-Cannonball. Und wir haben echt die Zeit genutzt, uns noch besser kennenzulernen, ja? Ich werde jetzt beim Lukas Kurse im Rückwärts-Einparken nehmen. Also, Top-Veranstaltung, hat mörder viel Spaß gemacht, super Auto. Ich nehme das Auto mit oder vielleicht fahre ich morgen die Strecke noch mal rückwärts, weil ich einfach gar keine Lust habe, auszusteigen.